Der neue Tübinger Boulevard nimmt so langsam Formen an. So bezeichnet zumindest Oberbürgermeister Boris Palmer die Friedrichstraße im Zinserdreieck. Nach knapp einem halben Jahr Bauzeit steht sie kurz vor der Fertigstellung. Palmer und die Verantwortlichen der Projektplanung haben heute noch einmal die Gelegenheit genutzt, sich die Situation vor Ort persönlich anzuschauen. Wenn die Baumaßnahmen in der Friedrichstraße in wenigen Tagen abgeschlossen sind, dann sind 2/3 des Umbaus im Zinserdreieck geschafft. Im Zuge der Bauarbeiten wurden die Gehwege verbreitert und die Fahrbahn auf 2 Spuren reduziert. Die ehemalige Busspur ist weg und stattdessen werden dort in Zukunft Bäume und Sitzbänke platziert. Wir hatten ja vorher eine reine Autoverkehrsstraße, Politik der 60er Jahre, 3-spurig. Hier waren sehr viele Fahrzeuge unterwegs und die Fußgänger wurden an den Rand gedrückt. Und wenn Sie jetzt reinschauen, dann sehen Sie, dass die Gehbereiche mehr als doppelt so breit sind wie zuvor. Und damit erreichen wir das Tübingens Haupteinkaufsstraße. Das Zinserdreieck ist unsere Haupteinkaufsstraße, dass die schöner wird und dass hoffentlich auch mehr Leute in die Stadt kommen und sich hier wohlfühlen. Die Bürgerbeteiligung bei dem Bauprojekt war groß. Für die Busfahrgäste ändert sich erstmal nichts. Für die Autofahrer, die Strecke regelmäßig nutzen, aber schon. Jetzt durch die Öffnung der Friedrichstraße ziehen wir um mit dem Baufeld in die südliche Karlstraße. Das bedeutet für den Autofahrer erstmal die erfreuliche Nachricht, die Friedrichstraße ist wieder für den Verkehr freigegeben und sie wird erstmalig durch den Umbau in beide Richtungen befahrbar sein, so wie jetzt auch schon die Poststraße. Insgesamt liege man bei dem Bauvorhaben voll im Zeit- und Kostenplan. 6,7 Millionen Euro kostet das Projekt. Davon knapp 1 Million für den Umbau der Friedrichstraße. Doch die Stadt Tübingen muss die Kosten nicht alleine tragen. Die Maßnahme wird gefördert nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Und sie wird deswegen gefördert, weil wir durch die Änderung der Verkehrsführung eine Busbeschleunigung bewirken. Das hat das Land dazu bewogen, uns eine Förderung zuzusagen. Wir haben einen Bewilligungsbescheid über 2 Millionen Euro. Weiter geht es dann mit den Bauarbeiten Anfang September in der südlichen Karlstraße. Der nächste Abschnitt soll im März kommenden Jahres fertig sein. Doch erstmal wird die Fertigstellung der Friedrichstraße gefeiert. Diesen Samstag veranstaltet die Werbegemeinschaft Zinserdreieck dort ein großes Straßenfest. Mit Oberbürgermeister Boris Palmer am Grill.